Ich bin gelaufen und bin einfach aus dem Laufen heraus gestürzt, ungebremst nach vorne. Dann bin ich zum zweiten Mal gestürzt, zum dritten Mal. Dann hat mein Mann mich ins Krupp-Krankenhaus gebracht und hier hat man das innerhalb von einer Woche festgestellt. Das Stiff-Person-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung. Manchmal ist es auch mit einer Krebserkrankung assoziiert. Die Therapie ist die Beeinflussung des Immunsystems mit Medikamenten, aber auch muskelentspannende Medikamente und Maßnahmen sind sinnvoll. Ich war schockiert, weil es ja so selten ist, dass das ja irgendwie niemand hat. Wenn es jetzt zum Beispiel MS gewesen wäre, dann hätte man ja Leute gekannt, die das schon haben, aber das hatte nun wirklich niemand. Das Stiff-Person-Syndrom ist gekennzeichnet durch eine abnorme Steifigkeit der Muskulatur, durch Muskelkrämpfe, die wirklich krankhafter Natur sind, eine besondere Schreckhaftigkeit bei Klingeln des Telefons, bei Kälte, bei mehreren Triggern kann es zu richtigen Muskelspasmen kommen, so Zuckungen. Und das Stiff-Person-Syndrom kann sogar gefährliche intensivmedizinische Folgen haben mit Herzrasen, mit Schwitzen, mit Temperaturentgleisungen. Ja, alle waren bestürzt und haben sich gedacht, wie wird es jetzt weitergehen, weil ich ja nicht mehr alleine laufen konnte. Die Therapie des Stiff-Person-Syndroms zielt vor allem am Anfang darauf, Komplikationen zu vermeiden, zum Beispiel zu schnelles Herzrasen oder orthopädische Folgeschäden. Und im Verlauf geht es darum, für die Betroffene oder den Betroffenen möglichst gute Lebensqualität herauszuhandeln mit einer längerfristigen Immuntherapie, also einer Beeinflussung des Abwehrsystems des körpereigenen, was meist mehrere Jahre erfolgt. Alle 10 bis 12 Wochen. Dann bin ich 3 Tage hier und das läuft ganz gut. Und danach geht es mir auch bedeutend besser. Aber es sieht nicht so aus, dass es mal irgendwann ganz geheilt werden könnte, weil es ist ja eine seltene Erkrankung. Aber ich habe gelernt, mich damit zu arrangieren. Bei Erkrankungen, die man nicht komplett heilen kann, sondern nur lindern kann, ist es natürlich ganz wichtig, dass wie bei unserer Patientin die Haltung positiv ist und sie schaut, wie kann sie kompensieren, wie kann sie möglichst gut im Alltag zurechtkommen mit den Restsymptomen.